Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone. Ja, die Saison ist vorbei. Eine neue Saison hat begonnen. Und da habe ich mir gedacht, weil ja jetzt sowieso in den unteren Rängen wieder unheimlich viel Tempo und Agro-Zeugs gespielt wird, versuche ich es doch nochmal mit einem neuen Agro-Schaman. Ich hatte meinen ja in der letzten Saison zerdeppert, beziehungsweise zargstückelt, weil ich da gar nicht mit klargekommen bin. Hier rechts mein Deck. Ich habe zweimal den Blitzschlag dabei, einmal den Erdschock. Kennt man, braucht man nicht viel zu sagen. Die Waffe des Felsbeißers ist zweimal drin, Agentumknappen ist mit drin, der Sir Finlay darf nicht fehlen, Tunneltrog ist drin, Wissen der Ahnen habe ich einmal dabei, zieh zwei Karten, ich habe den Flammenjongleur zweimal drin, das Flammenzungen-Totem ist dabei, der Totem-Golem, die Lava-Eruption, den Wildgeist, Agentumreiter kennt man auch, der Totemiker der Tuska ist auch bekannt, hier der mächtige, gesichtslose Pyromane für 4 Mana, 7 Angriff, 7 Leben, echt mächtig. Dann Verteidiger von Argus ist auch drin. Durch die Heldenfähigkeit des Schamanen, ein Totem, viele Diener auf dem Feld, da passt auf jeden Fall so ein Verteidiger ganz gut rein. Einmal ist der Schicksalshammer mit drin, Windzorn Überladung kennt man auch und zu guter Letzt Leroy Jenkins als Finisher oder anderweitig einzusetzen. Ja, das ist mein Deck, das wollte ich euch kurz vorstellen und ich werde da ein, zwei Spielchen mitmachen. Wünsche euch viel Spaß beim Gegen Zuhören. so einen Meme-Priester. Er ist natürlich keine gute Hand. Sehen, ob er seine Klerikerin spielt. Spielt er nicht. Gut, dann hebe ich mir das Flammenzungen-Totem auf. Und spiele das Totem Golem. Wird jetzt bestimmt sein Schattenwort Schmerz dabei haben. Nicht. Ja, dann mache ich weiter Druck. Gut, hat er den schon mal entsorgt. Das wird jetzt mit dem Agentumreiter nicht so einfach. Wir haben beide 4 Angriff und können halt jetzt nicht so leicht weggezaubert werden. Und da gibt er auf. Jäger. Das Totem-Golem packe ich mal weg. Und wenn ich den ausspiele, dann kann ich nämlich in der dritten Runde den nicht ausspielen. Das ist schlecht. Also werde ich das Totem-Golem wegpacken. Den Flammendschungel. Ja, so viel dann dazu. Im Ernst? Dann muss er natürlich jetzt noch eine Runde warten. Geht tatsächlich nur ins Gesicht, ne? Lass die Hunde los. Nee, doch nicht. Er nimmt die mir nicht. Den trade ich da rein. Mit denen gebe ich alles. Ganz getroffen. Zwölf. Ja, passt. Ne? Bam. Ja, deswegen Agro.
zwei Spiele mit dem Agro-Schaman. Ich denke mal, mit dem Deck werde ich mal in der neuen Saison versuchen. Auch wenn die Spiele kurz waren, hoffe ich, dass ich euch trotzdem unterhalten konnte und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Proteus. Ciao.